Da kommt eine Schabracke von der Decke. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Star Wars Movie Duels, ein Mod von Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy. Und ja, das könnt ihr nur spielen, wenn ihr Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy besitzt. Oder ich weiß nicht. Müsst ihr mal austesten. Auf jeden Fall, der Download-Link ist in der Beschreibung. Ich erkläre kurz, was es ist. Und ja, also Star Wars Movie Duels, wie man im Namen schon lesen kann, kann man in diesem Game oder in diesem Mod, Filmkämpfe nachkämpfen. Und die wurden halt in dem Spiel, sage ich jetzt einfach mal, in dem Mod, so teilweise für Star Wars Jedi Knight Jedi Academy Verhältnisse richtig gut gemacht. Also so wie es halt auch im Film ist. Und allerdings, ich habe mal auch eine Mod-Review darüber gemacht, Link ist in der Beschreibung, falls ihr euch das angucken wollt, wie ihr es installiert und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass die Musik mir nicht da irgendwie dazwischen funkt, weil wollte schon mal ein Video hochladen, aber das ist dann wegen der Musik, war das nirgendwo verfügbar in den ganzen Ländern. Ich stelle hier eben nochmal die Sprache ein bisschen höher. Und ja, man kann zwischen mehreren Kapiteln aussuchen. Das sind die halt auch vom Film. Ich würde sagen, wir fangen Reihe nach an mit dem ersten. Das wäre The Phantom Menace. Und ich würde einfach mal sagen, da klicken wir jetzt drauf. Dann gibt es hier auch nochmal drei Levels, die man machen kann. Das erste wäre Short Negotiations, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall, wie man da sehen kann, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan, und wir müssen uns durch das Schiff kämpfen. Und ich klicke jetzt einfach mal drauf. So, wir können jetzt halt nur mit Qui-Gon Jinn kämpfen bei diesem Level. Hier steht auch nochmal eine kleine Beschreibung. Auf jeden Fall werde ich ihn jetzt auswählen und danach wird eine kleine Vorschau kommen, wo die ein bisschen rum erzählen. Und ja, könnt ihr euch ja mal reinziehen. Wir spielen natürlich auf Padawan, da ich eben gerade schon mal eine Aufnahme gemacht habe, auf Jedi Knight gespielt habe, da verreckt bin, weil man hier nicht wirklich speichern kann, oder? Auf jeden Fall, man kann hier nicht speichern, glaube ich, oder? Egal, wir machen die erste Mission auf Padawan und andere wahrscheinlich auch, weil das Spiel ist relativ schwer, das haben die relativ schwer gemacht. Du schaffst das ohne Game Mod nicht richtig. Und wenn du Padawan nimmst, hast du einen automatischen Game Mod mit drin, wo du nicht sterben kannst. Bis an einer bestimmten Stelle, glaube ich. Aber das seht ihr dann oben links dann am Anfang auch gleich. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play. Meinungen könnt ihr in den Kommentaren schreiben und ich würde sagen, es geht los. Da könnt ihr nochmal den Ladescreen sehen. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Ich bin mal kurz ruhig gleich, damit ihr euch die Vorschau anhören könnt oder angucken könnt. Haben sie jedenfalls cool gemacht. In der Zwischenzeit. Also man sieht schon, es sieht so aus wie im Film, haben sie richtig gut nachgemacht einfach. Die Kulisse auch, die Charaktere, die Animationen, vor allen Dingen die Texte, die sie sagen, die auf Englisch sind. Das Spiel ist leider auf Englisch. Da kommt Darth Sidious, den kennt ihr sicherlich auch. Viele Leute, die kein Star Wars kennen,
Guckt es euch an, es gibt 6 Teile und ihr habt ihr wirklich was verpasst, weil Star Wars ist endgeil. Ansonsten braucht ihr euch Star Wars nicht anzugucken, ihr könnt auch das Let's Play angucken. Da werdet ihr dann sicherlich etwas erfahren oder so. Ich erzähle dann halt was und ihr werdet auch ein bisschen im Spiel was sehen. Ich hoffe, es wird nicht gesperrt. Es gibt auch Movie Duels 1, aber das ist nicht so gut wie Movie Duels 2, finde ich. Aber ich kann das auch irgendwann mal Let's Play, wenn ihr wollt. Ist halt fast dasselbe, glaube ich. Ja, der ganze Mod kam 2009 raus, das Spiel 2003 oder 4, ich glaube 2003. Also relativ neuer Mod noch und ein relativ cooler Mod. Da sehen wir schon die Druiden, die ankommen wollen und uns töten wollen. Und ja. Jetzt geht's los. Wir stehen vor dem Rauch. Und ja, gehen die Druiden gleich erstmal fisten. Ja, da sind wir. Ja gut, wir sind hier in diesem Raum drin. Wir können auch ein paar Fähigkeiten machen, wie bei Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy. Ich werde am Anfang erstmal Schub benutzen. Natürlich können wir auch andere, ja. Es ist halt wie in Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy. Selbe Spielprinzip, bloß gemoddet und viel geiler. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen nach draußen und töten erstmal die Druiden. Wie gesagt, die Kulisse ist echt geil und sieht gut aus. Ich habe jetzt leider mein Unverwundbarkeitsdingensen an. Kann man echt nicht speichern? Nö, aber man kann halt auch noch mal ein bisschen was auf Escape umstellen. Will ich jetzt aber mal nicht machen. Ja, wir schauen uns einfach mal um, was gibt es hier zu sehen. Es ist halt dieses Art von Raumschiff, weiß ich nicht was genau, wo wir drin sind. Ich glaube, ja genau, im Weltall irgendein Schiff oder sowas. Da sind wir drin, sieht aus wie im Film. Und da kommt auch gleich das Feeling auf. Auf jeden Fall würde mich mal eure Meinung kommen, interessieren. Und ich hoffe, ihr freut euch dann auch schon auf den nächsten Part. Oh, ein Schutzschild. Nanu. Oh, da hat sich eine Tür geöffnet. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Töten die Druiden. So, da ist noch einer. In your face. Komm her. So. Okay, das können wir jetzt aktivieren. Machen wir einfach mal. So, jetzt hat sich, glaube ich, das Laser geschlossen. Wir haben auch Missionsziele. Nee, doch nicht. Das ist nur von Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Ja. Wir gehen jetzt erstmal weiter, würde ich sagen. So, komm, wir verrecken. Auf jeden Fall, ich finde die Kämpfe ziemlich episch. Bam. Ich mache jetzt erstmal Schub, schub's alle weg. Geh jetzt nochmal ein paar Leute fisten. So. Bam. Sterbe. Los, Obi-Wan, wir killen sie. Töte sie. Strecke sie nieder. Es sind Bastarde. Die Zeitlupe ist übrigens auch ziemlich episch. Die habe ich eingestellt. Bam. So, da sind wir jetzt erstmal in Sicherheit. Wir müssen uns langsam nach vorne kämpfen. Weil wir ja vom Schiff abhauen wollen. Oh, wir haben eine Waffe erhalten. Nice. Obi-Wan, ich helfe dir. Oh fuck. Oh fuck. Ich mach mal Geschwindigkeit. So, jetzt bewegen die sich alle in Zeitlupe. Und ich bewege mich natürlich ganz schnell. Da wird jetzt erstmal gekillt. So. Ja, dann geht's mal weiter. So, wo geht's jetzt lang? Die Tür ist zu. Geht's auch nicht lang. Hier geht's wieder. Hier geht's weiter. Okay. Da sollten wir gleich lang gehen. Was passiert denn jetzt, Nanu? Wer den Film kennt, weiß, was jetzt passiert. Ansonsten schaut er einfach mal zu. Da kommt eine Schabracke von der Decke. So, die müssen wir uns jetzt vorknöpfen. Das ist Darth Maul. Darf ich ihn euch vorstellen? Ja, wir müssen uns jetzt um Darth Maul kümmern. Ich und Obi-Wan. Und das Coole ist auch, halt in jeder Mission gibt es so einen
Endboss, sage ich einfach mal, weil es sind ja Movie-Duells. Und er hat gewisse Anzahl an Leben. Und wenn wir die den abgezogen haben, kommt eine neue Vorschau. Und bei der Vorschau passiert halt das, was auch im Film passiert ist. Und bei welchen die... Okay, bei denen jetzt nicht. Das war halt nur die Mission. Aber ansonsten ist das eigentlich so, dass... sage ich mal, wir haben ein Leben abgezogen. Da kommt wieder so eine kleine Vorschau. Und bei der Vorschau kämpfen die halt. Und dann geht es irgendwie so weiter. Da sind wir in der Kulisse ein bisschen da weiter kämpfen. Und nach 5 Vorschauen oder so müssen wir ihn dann ganz töten. Und dann ist er ganz tot. Ich finde auf jeden Fall, ich finde den Mod ziemlich cool. Weil, ja. Weil er so ist wie der Film. Ja. Von den Kulissen, von den Charakteren, von den Movie-Kämpfen. Das war die erste Mission. Und ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Es gibt auf jeden Fall noch viele Missionen. Und ich hoffe mal, euch gefällt das Let's Play. Kommentar, also schreibt doch mal in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Ansonsten verabschiede ich mich. Schau mich eben nochmal schnell um. So. Verabschiede ich mich. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Das war die erste Mission. Was gibt's denn hier noch so? Nichts. Okay. Ja. Erste Mission. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns einfach im nächsten Part. Macht's gut, Leute. Tüdelüdü. Tschüss.